Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ja, es geht weiter. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden, ein kleines bisschen vom Paradies. Ja, hört sich sehr gut an. Werden wir vielleicht irgendwann mal besuchen? Nein, dieser Versuch, beziehungsweise diese Aufnahme nehme ich jetzt zum fünften Mal, glaube ich, auf. Ich habe mittlerweile die Hardware also die Grafikeinstellungen etwas runtergedreht, habe das Physics ausgemacht. Das heißt, physische Spielereien gibt es jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass es nach diesen Cutscene, der jetzt gleich kommt, endlich vernünftig läuft. Ja, ich hatte immer wieder Frames-Einbrüche. Es ging sogar so weit, dass ich ein Standbild hatte. Nicht schön. Erstmal jetzt Cutscene. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht... Die Kopf kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. Hey, du bist meine Schwester. Natürlich mache ich das für dich. Ja, wir dürfen jetzt beginnen. Vor der Polizei abzuhauen, die dort unten aus dem Fahrstuhl kommt, wo wir eben gerade drinnen waren. Deswegen weiß ich auch den Weg schon. Ich hoffe, diesmal werde ich nicht an ein und denselben Stellen immer wieder die ein und dieselben Frame-Einbrüche haben. Und zwar der erste Frame-Einbruch kam nach dieser Ecke. Genau jetzt. Oh, kein Frame-Einbruch. Oh, es ist hier flüssig. Ja! Ja, fürs X, was kann ich dazu sagen? Dieses Spiel unterstützt eigentlich eine PhysX-Karte. Das heißt, physikalische Spielereien werden nicht von der normalen Hardware, wie zum Beispiel die GPU, die CPU und so weiter, verrichtet. Nein, sondern dann von dieser Karte, wenn man eine hat. Ich habe keine. Es ist eigentlich auch sinnlos, so eine sich einzubauen. Zumindest hat man das dann doch endlich mal eingesehen. Ja, letztes Jahr war irgendwie das Jahr der schlechten Einfälle oder so. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Upsala, das war aber knapp. Naja, was soll's. Auf jeden Fall funktioniert das ohne PhysX wieder einmal frei. Auch wenn ich hier gerade nicht hochkomme. Was ist denn das? Oh, wir können uns hier dran langfesseln. Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Und weiter hoch. Ja, wunderbar. Okay, so geht's auch. Ja, immer wieder anderen Wegen gehen. Jetzt muss ich nur noch der Dinge harren, die da kommen, in Bezug auf... Du Scheiße, komm auch. In Bezug auf Stammbilder. Ja. Ah, verdammt, Axt. Die schießen auf uns, Faith. Was hältst du denn davon, wenn wir einmal abhauen? Guckt euch das an, die machen ja alles kaputt. Hört auf damit. Oh Mann, und das Abrollen habe ich eben gerade auch gar nicht mehr drauf. Verdammt, Axt, da ist sie, ja. Ha, draußen. Nein, 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 nein. Hui aus. Verdammt, Axt, wer schießt denn hier noch alles auf mich? Oh,
und eine Rutschpartie. Ich weiß auch schon, wo wir hinrutschen müssen. Wir können nämlich hier so ein bisschen lenken. Und wir wollen da drüben auf dem Dach landen. Deswegen denke ich schon ein bisschen lang. Links! Geronimo! Yay! Hat sich auch. Wunderbar. Oh, scheiße. Ein bisschen Zickzack laufen. Dann kriegen sie mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Ne, so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Wer meint das ernst? Bring deinen Hinter zum CEC-News-Gebäude. Ich suche einen Weg da raus. Mir ist aber schon aufgefallen, dass ich verfolgt werde und dass ich schon hier am Rennen bin gegen den Beschalter. Sehr schön. Whee! Ja, vielleicht ist euch an diesen Stellen, wo ich rutsche, auch aufgefallen, dass ich immer nach oben gucke, damit man noch so ein bisschen mehr viele Karten. Ah, jetzt hört doch auf, mir zu schießen, Mann. Oh, ich dachte jetzt schon, ey, jetzt fängt es bei mir gerade draußen an zu regnen. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Ah, verdammt, nein! Ich muss runter. Aber das ist nur der Regen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Naja. Selbst wenn man hört, nicht weiter schlimm. Ja, bei mir in Dortmund regnet es eben. Lass mich dann in Ruhe. Da hinten ist im Übrigen ein Koffer versteckt, den ich mir schon mitgenommen habe. Oh verdammt, da muss ich rüber. Was zum? Da ist ein Pfeiler im Weg gewesen. Uah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja, den Koffer habe ich schon mitgenommen. Zum, keine Ahnung, wie vierten Male. Hui, nein, falsch. Ach, ist egal. Immer was hätte ich so. Geht ja auch. Hauptsache da hoch und weg von diesen dummen Bullen. Hui. So, wo lang müssen wir jetzt? Das Alternative zeigt mir gerade gar nichts an. Verdammt, doch jetzt darüber muss ich irgendwo. Also gehen wir. Ja, da muss ich hin. Ja, wunderbar, dann weiter laufen. Lauf! Oh mein Gott, dieser Helikopter ist schrecklich. Ha, so. Oh ne, jetzt kommst du von vorne. Genau, ist klar. Nee. Ja, komm, verarsch mal so ein bisschen. Wir laufen da außen rum. Cool, oder? Haha, das habt ihr jetzt davon. Schnell, drück. Haha. Mein Gott, Leute. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Machen wir doch gerne, wenn der Fahrstuhl irgendwann ankommt. Und dieser Fahrstuhl hat keine Musik. Ja gut, wir haben Ingame-Musik, aber trotz alledem hätte zu diesem Fahrstuhl noch richtig gute Musik gepasst. So typische Fahrstuhlmusik. Wäre schön makaber gewesen. Na komm, Fahrstuhl, komm jetzt bitte mal oben an, damit ich hier weitermachen kann. Das ist schließlich ein Let's Play und nicht ein Let's Fahrstuhl. Hui, Fahrstuhl. Speicherpunkt. Normalerweise ist an der Stelle auch ein Sprecher gewesen. Na, ist egal. Ja, die Nachrichten berichten schon davon, dass wir am Flüchten sind. Verdammt, Axt. Ja, dann schnell über diese Glasbrücke. Oh, mein Gott, ne. Schieß doch nicht dann da lang, wenn ich da am Laufen bin. Das ist nicht fair. Ja, wenn du mir auch noch vergisst, wo die Plaza ist. Oh mein Gott. Alt-Taste. Da hinten irgendwo. Abrollen. Nein. Wir sind zu tief gefallen. Tja, und wenn Face zu tief fällt, dann dürfen wir an dem Speicherpunkt wieder anfangen. Aber Leute. Die Flucht seht ihr erst im nächsten Teil. Ich bin Hello 1986. Wir spielen Mirror's Edge. Bis gleich.